Seit über 50 Jahren lagern im Hochsicherheitstrakt der US-Notenbank FED 1500 Tonnen deutsches Gold. 26 Meter unter dem Meeresspiegel, auf dem Felsen von Manhattan, sei es am sichersten Ort der Welt verwahrt, beteuern die Amerikaner. Doch in den vergangenen Jahren wurden Stimmen in Deutschland laut, die forderten, dass das deutsche Gold wieder auf deutschen Boden zurückgeholt werden solle, wie es die Franzosen in den 70er Jahren mit ihren eigenen Goldbeständen gemacht hatten. Frankreich hatte sein Gold damals mit Kriegsschiffen in New York abholen lassen. Der große deutsche Goldschatz hat einen ungefähren Gegenwert von 70 Milliarden US-Dollar und wäre im Falle eines Euro-Kollapses eine sichere Grundlage, um eine neue Währung zu decken. Die 1500 Tonnen Gold sind ein Produkt deutscher Arbeit und deutschen Fleißes. Sie stammen aus der Nachkriegszeit, als Deutschland im Zuge des sogenannten Wirtschaftswunders große Außenhandelsüberschüsse generierte. Doch nun weigert sich die FED, deutsches Eigentum wieder zurückzugeben. Nach jahrelangem Tauziehen willigte sie 2012 ein, wenigstens 300 Tonnen bis zum Jahr 2020 wieder auszuhändigen. Für das Jahr 2013 war geplant, 50 Tonnen Gold nach Deutschland zurückzuführen. Tatsächlich kamen dann nur 37 Tonnen an. 32 Tonnen stammten dabei aus Paris und nur 5 Tonnen kamen wirklich von der FED. Bei diesen 5 Tonnen handelte es sich obendrein nicht um Barren aus Deutschlands Originalbeständen. Es waren neu gegossene Barren mit 2013er Prägung. Deutsche Politiker, die die deutschen Goldbestände kontrollieren sollten, kehrten unverrichteter Dinge aus New York zurück. Die FED weigert sich überdies bis heute sogar, eine Barrenliste offenzulegen. Führende Wirtschaftsexperten der Welt sind sich einig. Das deutsche Gold ist weg. Deutschland wird das Gold nie wiedersehen, warnt der Ex-Goldman Sachs-Manager William Kay. Und dies, obwohl die FED es niemals hätte anfassen dürfen, denn es war ihr lediglich zur Verwahrung anvertraut. Dies ist ein unvergleichlicher Akt der Unterdrückung und der Provokation und er wird von deutschen Politikern aktiv mitgedeckt. Vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass selbst die Rückführung der 300 Tonnen Gold bis zum Jahr 2020 abgebrochen werden solle. Der Druck aus den USA wurde zu groß, sodass die deutsche Politik einknickte. Der CDU-Politiker Norbert Bartle behauptete vor den Medien, die Amerikaner passen gut auf unser Gold auf. Bis wann muss Deutschland in jeder Angelegenheit blindlings vor den USA ducken? Wann stehen statt landesverräterischer Politiker wieder Frauen und Männer auf, die Deutschlands Interessen mutig verteidigen? Dürfen Erträge aus harter Arbeit einer ganzen Nation gierigen Banken und Finanzmogulen zum Fraß vorgeworfen werden? Solange selbst US-Politiker wie der Kongressabgeordnete Ron Paul grundsätzlich daran zweifeln, ob in den USA eingelagerte Goldbestände verschiedener Länder noch physisch vorhanden sind, hat Deutschland jedes Recht darauf, wenigstens eine Überprüfung der eigenen Reserven zu fordern. Ein souveräner Staat muss das tun dürfen, sonst ist er nicht souverän. Bitte teilen Sie dieses Video, um den deutschen Goldskandal vor der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen. Vielen Dank.